Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Leo Messi, eine seiner letzten Barca-Karten. Da gibt es ja noch dann die Sommerstars-Karte, die ist noch besser. Und dann eben diese Footies-Karte, die man als SBC machen kann. Ich bin mir aber unsicher zum Beispiel, was diese Footies-Karte angeht. Ich habe die Karten miteinander verglichen, also den Team of the Year, diesen Team of the Season, den Sommerstars und den Footies. Und es ist ein bisschen ein Unterschied, klarerweise, aber in den wichtigen Kategorien für Messi meiner Meinung nach relativ wenig. Er hat mittelgeringe Arbeitsrate, natürlich einen Unique Body Type, starker Fuß links, 4 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß. Die Footies-Karte hätte dann 5 Sterne Spezialbewegung. Wie gesagt, das ist jetzt noch eine seiner letzten Barca-Karten und mit Catalyst geht sein Antritt auf 99 und die Sprintgeschwindigkeit auf 99. Und wenn man sich diese Karte von Paris ansieht, die hat zum Beispiel genauso wie diese Karte beim Schuss überall 99 bis auf 11 Meter. Da hat er bei der Footies-Karte 91, also ganz, ganz wenig Unterschied. Mit dem Catalyst, wie gesagt, 99 Antritt und 96 Sprintgeschwindigkeit. Bei den anderen Karten kann man das beides auf 99 schaffen. Das geht halt auf der Karte jetzt nicht, aber ich glaube 99, 96 ist jetzt schon ganz okay eigentlich. Beim Passspiel mit dem Catalyst geht jetzt auch alles auf 99. Also wir haben 99 überall. Das geht auch bei den anderen Karten nicht besser. Und auch bei der Beweglichkeit hat er überall 99, außer bei der Reaktion 98 und bei der Beweglichkeit 95. Also die Dribbling-Werte auch sehr, sehr krass. Wo er dann bei den anderen Karten ein bisschen Vorteile hat, das ist die Defensive. Wo wir uns aber ganz ehrlich sein müssen, ob jetzt ein Messi 36 defensives Bewusstsein hat oder 42, ich weiß es jetzt nicht genau auswendig, wie viel es bei den anderen Karten ist, oder ob der 27 Grätsche hat oder 33, macht wahrscheinlich nicht viel Unterschied. Den einzigen Unterschied hat man dann eben noch bei der Stärke und bei der Aggressivität. Also die Stärke auf der Footies-Karte ist wirklich krass, ich glaube 96 oder so. Da kriegt er einen ordentlichen Boost, aber auch 85 Stärke ist schon ganz okay. Und ich persönlich brauche die 5 Sterne Skills halt nicht. Mein Problem mit Messi war bisher, ich habe seine Team of the Year Karte, die Leihkarte, einige Male gespielt, immer wieder in Freundschaftsspielen probiert. Ich hatte die Team of the Group Stage Karte und natürlich auch die Goldkarte. Über die Goldkarte gibt es ja auch ein Video hier auf dem Kanal. Und ich bin mit Messi irgendwie nie klar gekommen. Jetzt haben mir die Leute in meinem Twitch-Chat hier gesagt, ich soll ihn probieren nochmal, mit vorne bleiben und alle Freiheiten. Das habe ich ihm jetzt in allen Formationen gegeben. Spielereigenschaften hat er noch den angeschnittenen Schuss, den Außenriss, vereinstreuer Spieler. Ich glaube, das hat er dann ab nächster Saison leider nicht mehr. Dann den Teamspieler, den Lupfer für die CPU, den Spielmacher für die CPU und den Distanzschützen und Tempodribbler für die CPU. Also mit angeschnittenen Schuss, Außenriss hat er wirklich ganz, ganz nice Trades auch noch auf der Karte. Und ich spiele ihn in diesem Team heute, alle auf 10 Chemie. Wir haben Cruyff, wir haben Neymar, wir haben Renato, wir haben Eusebio und Hüllit. Hüllit und Renato werden so die defensiven Parts übernehmen. Hinten haben wir dann Gomez und Tavernier, auf der anderen Seite Thiago Silva und Alex Telles. Und im Tor ist dann noch Ederson und dann würde ich sagen, wir testen Messi heute ein bisschen aus. Ich spiele jetzt auch mal gegen Leon, also ein Freundschaftsspiel. Da können wir das Dribbling und so weiter ein bisschen austesten am Anfang und dann werden wir auf jeden Fall ganz am Schluss noch einmal in Rivals reingehen und dann schauen wir, wie Messi bei mir performt. Gut, Leons Team habe ich euch da wieder eingeblendet mit dem Team Spieler. Leon ist ungefähr auf meinem Niveau auch, also wir sind beides Gold 2 Spieler. Wir werden sehen, wie Messi da jetzt performt. So, da haben wir jetzt mal Messi. Wir schauen mal, wie sich das anfühlt. Also Dribbling, wie erwartet, sehr, sehr eng. Das sieht man da auch. Irgendwie ist die Verbindung halt nicht die allerbeste, aber man sieht, wie ihm der Ball eigentlich am Fuß klebt und das ist das Wichtigste, aber ja, die Verbindung fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber ja, schauen wir mal, ob wir einen Skill vielleicht auch machen können mit ihm. Das schaut eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. 4 Sterne Skills, also ich weiß es nicht. Für meinen Geschmack macht er das gut. Ja, es fühlt sich sehr schwerfällig zwar die Verbindung an, aber das Dribbling von Messi, ganz nice. Ja, super gestanden, Messi. Macht er seine Bude. Also, die Anweisung bisher ganz gut. Finesse. Oh, sehr, sehr nice, wie er den annimmt. Also bisher überzeugt er mich. Ja, gut freigelaufen. Der Schuss war mies. Leider. So, Messi mit dem Freistoß.
Er war nicht so gut. Gut, 3:3, es geht in die Verlängerung. Wir können uns Messi da mal anschauen. 65 Fitness, finde das geht voll okay. Er hat halt die Anweisung vorne bleiben, aber geht in Ordnung, würde ich sagen. Oh, Messi geht. Ja, ich glaube, das war sein schwacher Fuß jetzt aber auch. Oh, schade, schade. Enges Spiel, GG's an den Leon. Aber Messi mit einer 8,4, eigentlich der beste Mann bei mir im Team gewesen. Und man hat es auch gesehen, muss sagen, es hat wirklich gut funktioniert, war sehr überrascht. 2 Tore hat er gemacht, 10 Schüsse, 5 aufs Tor, das geht besser. Ich muss aber auch dazu sagen, die Verbindung war ziemlich mies. Ich musste da oft einfach abziehen, sobald die Möglichkeit da war, weil die Eingaben so verzögert angenommen wurden. 25 von 29 Pässen, sehr gut. 28 von 36 Dribblings, auch das ein guter Wert. Keine Flanken, einen Zweikampf, den er sogar gewonnen. Hat auch ein paar Mal, wie gesagt, sehr gut gearbeitet. Und dann gehen wir ins nächste Game. Gut, unser Gegner in Rivals mit einem krassen Serie A-Team. Das schaut sehr, sehr nice aus, was der da hat. Uiuiui, wenn Messi da nicht zurückläuft. Ja, super Pass von Messi auf Cruyff. Dachte ich es mir doch, Elfmeter. Naja, es gibt bessere, er hat nur 90 Elfmeter. Aber wir werden das probieren. Eiskalt abgezogen. Ja, geht gut rein immer Messi eigentlich. Schade, dass er den nicht bekommt. Ja, schön angenommen. Schade, den bekommt er zwar noch rein irgendwie, aber gut, da weiß man ja, dass die nicht so gut funktionieren. Ja, es war jetzt mal ein Finesse mit dem Starken. Also beweglich ist er, das hat man glaube ich da gesehen. Schade, schade, schade. Eieiei, Messi, den kann man machen. Messi! Schlecht geschossen leider. Yes! Glücklich, glücklich, glücklich ein bisschen, aber macht er, Gott sei Dank. Gut, das war dem Gegner dann doch zu viel. Die Verbindung ist auch in Rivals nicht so gut. Aber Messi mit einer 9,1, der beste Spieler wieder im Team gewesen, hat 2 Tore gemacht. Eins war halt ein Elfmeter, muss man dazu sagen, keine Vorlagen. Also bis auf das Tor jetzt am Schluss war dazwischen. Vorm Tor hat ein paar Schüsse, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. 5 Schüsse waren es, 4 erfolgreich, 16 von 17 Pässen, 17 von 18 Dribblings, eine Flanke nicht erfolgreich und keine Zweikämpfe. Wir gehen ins nächste Game. Gut, unser nächster Gegner, gutes Team. Kanté, Fati, Wijnaldum. Yes, Messi sieht Cruyff, super Pass. Oha, Messi nimmt der Licht den Ball ab. Also das... Der nicht reingeht, das liegt nicht an Messi. Ey, Messi, Messi. Oh, Messi packt sich durch. Aber der liegt dann doch nochmal da. Ja, komm Messi, zieh mal an da. Ja, die Drehung hat dann zu lange gedauert und dann ist die Verbindung auch weg. Also die Verbindung ist generell heute schlecht. Wir werden noch ein Game machen, schauen wir uns vorher noch die Statistik an. 7,4, Cruyff da jetzt doch um einiges besser im Sturm gewesen, aber Messi zumindest mit einer Vorlage. 3 Schüsse aufs Tor, einer erfolgreich. Eigentlich mehr Schüsse als Cruyff. 9 von 11 Pässen, 11 von 15 Dribblings, keine Flanken und einen Zweikampf wieder gewonnen. Das macht er wirklich gut eigentlich. Gut, jetzt spielen wir gegen den stärksten Messi im Game. Krasses Team, das der da auch hat, aber einige Off-Camp-Spieler. Schauen wir, wie es läuft. Ja, super Pass auf Cruyff, sehr, sehr nice. Und Cruyff, Maschine. Aber jetzt endlich der Finesse. Der hat super gepasst. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Oh, schön die Bewegung. Weiß nicht, war das ein schwacher Fuß jetzt oder eh der starke? Die Beweglichkeit ist Hammer auf jeden Fall von ihm. Mit dem schwachen Fuß, Finesse-Schüsse, schwer auf jeden Fall.
Sehr, sehr intelligenter Lauf darüber von Messi. Super gemacht, super gemacht. Ich glaube, wir haben wieder einen Rage Quit. Ja, und da ist wieder der Rage Quit. Aber mit einer 7,5 hat er eine gute Bewertung auf jeden Fall. Cruyff noch ein bisschen besser, aber er hat ein Tor gemacht und zwei Vorlagen. Also sehr, sehr nice für die kurze Zeit. Und ich glaube, man hat da auch gut gesehen, was seine Stärken sind. 2 Schüsse von 4 waren erfolgreich. 11 Pässe, alle erfolgreich. 14 von 15 Dribblings. Und keine Flanken und keine Zweikämpfe. Wir gehen ins abschließende Fazit. Gut, eigentlich alle Spiele sehr verzögert gewesen. Auch das erste gegen Leon, das war mitunter das heftigste von der Verzögerung. Aber trotzdem hat Leo sehr, sehr gut abgeliefert. Und muss sagen, hat mich sehr überrascht, weil wie gesagt, ich war in diesem FIFA-Teil mit keiner Messi-Karte bisher, die ich gespielt habe, so richtig zufrieden. Aber vielleicht waren es wirklich die Anweisungen. Mit vorne bleiben und mit alle Freiheiten habe ich den in jeder Formation gespielt und immer auf ZOM. Also der hat bei mir nichts anderes gespielt jetzt in diesen 4 Games. Und 4 Games waren es, 3 in Rivals, da hat er 3 Tore und 3 Vorlagen gemacht und gegen Leon 2 Tore. Also insgesamt waren das 8 Torbeteiligungen in 4 Spielen und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, viel mehr kann man sich nicht erwarten bei dieser Verbindung. Mir sind ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, trotz der Anweisungen. In manchen Situationen ist er dann ein bisschen zurückhaltend geblieben, aber ich sage mal, in den meisten Situationen immer dann schön nach vorne gezogen. Ab und zu musste ich ihn halt ein bisschen triggern mit L1, aber das ist jetzt nicht so schlimm, das muss man auch mit anderen Spielern machen. Vor allem hat man vielleicht auch ein-, zweimal gut jetzt gesehen, er hat immer sehr, sehr interessante Laufwege, also läuft sich da oft frei, so wie man sich es jetzt nicht unbedingt denken würde. Da muss man halt aufpassen, da muss man, glaube ich, ein bisschen sich an die Karte gewöhnen, aber ich glaube, wenn dieser Tots, der jetzt um die 550.000 Coins kostet, bei mir jetzt so gut war, dann werden die anderen Karten nur noch besser werden. Ich glaube, was viele Leute halt abschreckt an der Karte und was bisher auch mich immer abgeschreckt hat, ist die mittelgeringe Arbeitsrate. Aber ich konnte da jetzt eigentlich ganz gut dagegen wirken mit den Anweisungen. Es hat wirklich gut funktioniert. Seine absoluten Stärken, meiner Meinung nach, das Dribbling und das Passspiel, das hat echt gut funktioniert. Der Schuss ist mir nicht immer gelungen. Das ist auch für mich ab und zu ein bisschen schwer, vor allem wenn es zu verzögert ist. Dann schießt man oft mal mit dem falschen Fuß. Ich passe da auch ehrlich gesagt nicht immer so krass drauf auf, mit welchem Fuß ich da jetzt gerade zum Schuss komme. Wenn sich die Situation ergibt, dann schieße ich. Ist vielleicht ein bisschen ein Manko, an dem ich arbeiten sollte, aber man hat da auf jeden Fall gemerkt, dass der schwache Fuß mit 4 Sternen eigentlich gut sein sollte, aber er hat sich oft nicht so gut angefühlt und vor allem, wenn man dann mit dem schwachen Fuß Finesse schießt, dann gehen die meistens ziemlich in die Hose, aber mit dem starken Fuß hat er eine ziemliche Kanone, also da hat er 2, 3 Tore gemacht, ordentlich abgefeuert, also hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Starke Karte, auch wie er sich durchsetzt, also Stärke gut vorhanden, Aggressivität muss ehrlich gesagt sagen, das merke ich bei so Stürmern eigentlich eher weniger, bei Mittelfeldspielern dann eher mehr, aber bei einem offensiven Spieler merke ich die Aggressivität oft nicht so, aber Stärke war gut, hat sich ein paar Mal gut durchgesetzt, immer wieder Zweikämpfe gewonnen, immer wieder Bälle erobert, also wie gesagt, das Tempo war gut, der Schuss war gut, das Passspiel war gut, das Dribbling war gut. Gut im Sinne von wirklich, wirklich gut, also sehr, sehr gut eigentlich. Defensive, da braucht man nicht drüber reden und auch die Ausdauer in der Verlängerung gegen Leon, da war er immer noch da, also hat echt gut geklappt. Karte hat mich überrascht, macht Spaß, also der Sommerstars und dann auch noch dieser Footies werden wahrscheinlich nochmal eine Spur besser sein. Viel Unterschied wird man meiner Meinung nach nicht merken, weil der hat halt einfach nur mehr Stärke und mehr Aggressivität hauptsächlich. Die restlichen Werte sind ohnehin fast alle auf 99, also was will man da noch wirklich viel verbessern. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr einfach nur Bock habt, Messi zu spielen, einfach mal den auszuprobieren. Ist wahrscheinlich mal die einfachste Variante, bevor man vielleicht den Footies abschließt. Weil wenn man den Footies abschließt, hat man wahrscheinlich auch die 500.000, um den zu testen. Würde sich wahrscheinlich anbieten. Ich bin trotzdem am Überlegen, ich glaube, ich werde einfach den da jetzt in der Weekend League auch nochmal weiterspielen. Und dann schauen wir mal, was noch passiert in FIFA. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne den Kanal abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, gerne auf Twitch und auf Instagram vorbeischauen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für euren Support. Ciao, ciao.